Kleines Update zu deiner Kubernetes und ein bisschen Amazon-Logik. Was ist Amazon-Logik? Das ist in meinen Augen Amazon-Logik. Ich habe eigentlich meine Cornflakes gefressen, bis die Kubernetes auf die Idee gekommen haben, das sind jetzt unsere Cornflakes. Was mich am meisten stört, das sind ganz normale 0815 Cornflakes, diese normalen, ne? Und das ist nur Milch. Da ist kein Zucker drin, da ist nichts Süßes oder irgendwas. Das ist nur reine Milch mit Cornflakes. Und die Nicobarensis trinken das, sogar im wahrsten Sinne des Wortes literweise, weil keine Ahnung, was an reiner fucking Milch so gut sein soll. Die Frage ist, warum trinken Ameisen überhaupt Milch? Warum trinken die Nicobarensis Milch? Was ist die Logik dahinter? Grundsätzlich, die meisten Tiere, außer Säugetiere, finden Milch, Käse und eben so Molkereiprodukte ekelhaft. Weil sie, wie gesagt, mit diesem Zeug nicht viel anfangen können. Gut, du kannst mit Käse auf Fische angeln, das stimmt schon. Weil die meisten normalen Tiere wie Insekten und sowas können mit Milch weniger anfangen. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, Fliegen und sowas, Ameisen, Leute, Ameisen, legt Ameisen mal ein Stück Käse hin. Die rühren das nicht an. Tropft mal bei eure Ameisen Milch rein und normal, sie rühren Ameisen Milch nicht an. Die in der Konkurrenz sind like, alles was du frisst, müssen wir auch fressen. Und zwar mindestens 10-mal so schnell wie du, dass du nichts mehr davon hast. Eigentlich wollte ich die Cornflakes noch fressen. Aber ich weiß, dass wenn die in der Konkurrenz jetzt erschrecke, dann pinkelt wieder eine rein und ist like, pss, 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 jetzt isst du das nicht mehr, weil jetzt habe ich drauf gebronzt. Trotzdem, Milch. Reine fucking Milch. Zerschrecken wir sie dann wieder so, dass sie wegrennen. Und wenn dann so gut wie alle weg sind und keiner in die Milch reingefallen ist und halber drin das säuft, dann stellen wir die Schüssel woanders hin, damit ich irgendwie meine Cornflakes später weiter fressen kann. Weil wenn ich die jetzt da stehen lasse, dann kommen immer mehr und 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 die Konkurrenz ist und am Ende habe ich gar nichts mehr davon. Das war das gleiche wie gestern mit meinem Hühnchen. Da isst man Hühnchen, dann stellt man den Konkurrenzis eine kleine Schüssel extra hin, damit sie selber fressen können und meins in Ruhe lassen. Dann schaust du 2 Minuten weg und die Konkurrenz ist, das ist unser Hühnchen. Der Nachteil von Ameisenhaltung offen. Ameisen sind dann Arschlöcher zu dir, größere Arschlöcher, als du zu ihnen jemals sein kannst. Aber naja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.